Ja, grüß euch gut, Madel und Burm, hier ist wieder der Peter vom Barbecue Altperlach in England. Es regnet nicht gerade, dem war aber nicht die ganze Zeit so. Und heute haben wir was ganz Lustiges gemacht, schaut mal. Und zwar eine Barbecue-Pizza mit Barbecue-Sauce als Sauce, Mozzarella, Mais, Zwiebeln und Bacon. Und natürlich haben wir es gemacht auf dem Barbecue. Und deswegen ist es praktisch eine Double-Barbecue-Pizza. Wenn wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Ja, was brauchen wir jetzt alles für unsere Barbecue-Pizza? Erst einmal ein paar Sachen für den Teig, die zeige ich euch jetzt. Pizzamehl, also da haben wir hier von der Wessex Mill eins gekauft. Da vorne haben wir zwei Beutel Trockenhefe. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl. Das versteckte Salz. Ein Wasser, 250 ml und da ist Zucker drin. Wenn man den Teig macht, schaut euch am besten in dem Video vom Meister Pizzaring an. Verlinke ich euch da oben. Da ist das komplette Rezept. Das ist unser Standard Alltime Allweil Pizzateig. Was wäre Barbecue ohne Bacon? Hier haben wir den englischen Streaky Bacon geräuchert. Davon haben wir einen milden Cheddar. Der spielt zusammen dann mit dem italienischen Mozzarella, ein Zwiebel, eine Dose Mais und zwei verschiedene Barbecue-Soßen. Da haben wir einmal die Heinz Classic Barbecue und von unserem Besuch auf der Isle of Wight eine Garlic Barbecue-Sauce. Ja, und jetzt machen wir einen Teig und ich hab da schon was vorbereitet. Da ist er schon. Wie lange hat der jetzt gehen dürfen? Eine Stunde. Eine Stunde ungefähr. Ja, und dann bring forth den Nudelholz oder auch nicht. Wir rollen die erste aus. Jetzt haben wir so viele Videos in England bei strahlendem Sonnenschein gemacht. Und wir haben hier links Sonnenschein und rechts, wie der Engländer sagt, it brews itself hot together. Da braut sich was zusammen, also vermuten wir, aber man weiß ja nicht, der Wind mal fährt so rum, so rum. Wir machen mal weiter und dann schauen wir mal, ob das Ganze endlich einmal im englischen Regen endet. Also, Zwiebel schneiden wir hier so in so dünne Halbmunde. Schön dünn. Verschwunden. Möchte man nicht glauben, gell? Verschwunden ist der Dosenöffner aus dem Wohnwagen. Aber wir haben ja unseren Schweizer Dosenöffnungsapparat, von dem die meisten Leute gar nicht wissen, wie das geht. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also, man setzt da an, dann schneidet man da hinein, dann geht man ein Stück zurück, schneidet hinein und so weiter. So, jetzt wisst ihr es, gell? Man muss da mit dem Ding da unter die Kante fahren. Ein bisschen mühevoll, gell? Aber besser als kein Mais haben auf der Barbecue-Pizza, weil der gehört da unbedingt hinauf. 2,5 Stunden später ist schon auf unser Dosenschatz. Alles hier mit meinem kleinen Schweizer Universalgerät. Das ist schon so alt, das fällt schon auseinander, aber es bleibt bei mir. Hinter dem haben wir versteckt unseren Mozzarella. Meine Frau hat den auspackelt und gesagt, schaut aus wie aus Gummi. Ob wir da so duing. Schneiden wir den mal auf, weil den müssen wir eh aufschneiden. Dann schauen wir mal hinein. Der ist ein bisschen, der ist sehr solide, gell? Schauen wir mal, soll ich es dünner schneiden oder dicker wie jetzt? Ist ganz so. Der kommt dann auf die Pizza. Ja, aber es steht drauf, italienischer Mozzarella. Also weiter weg von England nach Italien. Tack. Also der schneidet sehr wie Butter. Der arme Grill steht jetzt allein draußen, weil wir natürlich umgezogen sind, weil es natürlich Tröpfeln anfängt. Hört ihr es? Wir haben uns jetzt unter das Regendach geflüchtet. Der Grill muss draußen bleiben, wir dürfen leider nicht hinein. Der macht aber jetzt zwei Sachen. Der raucht wie Sau, nämlich auf der einen Seite tut er sich reinigen, von dem was noch auf den Brennerabdeckungen war. Und auf der anderen Seite macht er unseren Pizzastein heiß und ich rück jetzt dann ein bisschen unter das Dach und dann geht's weiter. Und so machen wir den im Regen weiter. Ich bin eigentlich froh, dass er mal regnet. Meine England-Videos, das klappte ja keiner. Jetzt vor mir hier ein gemähltes Brett. Und jetzt werde ich höchstpersönlich oder eventuell bei Kamerafrau eine kleine Pizza ausrollen. Wir haben ein Problem, wir haben keinen großen Pizzaschieber. Wir haben hier unsere zwei kleinen Äumels und können jetzt nicht so eine große Square-Pizza machen.
Und deswegen machen wir ein paar etwas kleinere. Gell? Jetzt legen wir los. Jetzt wägel ich den Tag aus. Also. Oder jemand anders. Also, ihr könnt es mich schon nicht hören, oder? Müssen wir ein bisschen lauter werden? Macht auch nichts. Ich habe schließlich Kinder. Haben wir hier den Borg schön ausgewogelt und jetzt wird gestrichen. Normal darf jetzt da quasi eine Tomatensauce drauf kommen. Gell? Da habe ich eine Barbecue-Pizza machen. Kommt eine Barbecue-Sauce drauf. Und da handeln wir einfach so wie eine Tomatensauce. Oh, schaut her, da ist schon die Knoblauch dazwischen. Oh, wie schön. Da seid ihr natürlich free. Und kennt jede beliebige Barbecue-Sauce nehmen, beziehungsweise natürlich die, die euch schmeckt. Weil, wenn ich nehme, die euch nicht schmeckt, ist ja auch schmarrn. Dann werden wir hier unsere Zwiebeln schön verteilen. Zwiebeln. Gerade einen Anschiss gekriegt, dass ich erster Käse machen soll. Die Zwiebeln machen wir dann bei der nächsten. Ja, dann kommt jetzt der Käse. Unser schöner, kompakter Motz. Langt das so? Mit dem wir ein bisschen, gell? Das ist ja schließlich in England ein Cheddar dazwischen. Und jetzt kommt der Bacon. Den legen wir da so rüber. Ein bisschen Platz dazwischen lassen. So, noch drei Streifen. Sollen wir noch querlegen? Nicht. Nur so, so klein. Also meine Frau sagt, das passt so. Und selbstverständlich müssen unser Mais dazwischen. Ein paar Zwiebeln oben auf, die auch von Haus aus hätten nach oben sollen. Aber wisst ihr, was schön ist? Es hört auf zu regnen. Gut, wie ich das mache. Das ist jetzt die zweite Pizza. Die erste, die war ja ein Test. Folgende Verbesserungen haben wir gemacht: mehr Mehl unter die Pizza. Okay. Und hier den Pizzastein nach oben. Und unten zwei Ziegelsteine rein. Jetzt haben wir mehr Oberhitze. Und jetzt sollte es richtig knusprig werden um. Weil vorher, das war super, also der Tag war geil, alles war super. Aber mir persönlich hat ein bisschen Oberhitze gefehlt. Deswegen haben wir uns vom Farmer hier schnell zwei Ziegelsteine ausgeliehen. Und dann rein da. Wer es im Kugelgrill mit Pizza, Ring oder ähnlichem macht oder gleich im Pizzaofen, braucht sowas natürlich nicht. Ja, und da riecht es so gut. Jetzt rein. Und, ui, das gefällt mir viel besser als vorher. Da ist zwar jetzt ein bisschen Käse runtergelaufen, gell? Du bleibst da, du Bazi. Ja, und so schaut es aus, wenn es dann fertig ist. Und ich finde, es ist uns außerordentlich gut gelungen. Schön knusprig hier. Käse schön geschmolzen. Bacon leicht angeknuspert. Oh, die gibt's jetzt. Macht es gut, ich muss jetzt das Ding niedermetzeln. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Zu so einer Barbecue-Pizza da der Bier ganz gut passen. Aber ich habe mich entschieden für einen Wein. Ein Lindemann Winemakers Release Shiraz Cabernet aus Australien kommt. Jetzt schauen wir mal. Erstaunlich leicht. Hätte ich mir jetzt irgendwie wuchtiger vorgestellt, mit ein bisschen mehr Tannin und so. Keiner, den ich jeden Tag trinken muss, aber naja, für da tut das leicht. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Daumen hoch wäre super, ein netter Kommentar. Oder da unten aufs Logo drücken, meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten, ja, howdy cheerio und gibt wieder Pizza. So ein leichter Schierer. Für's euch.